Optimistin also, ne? Was? Story-Modus? Du hast ein Tutorial abgeschlossen, das zum Story-Modus gehört, der in der vollständigen Veröffentlichung erhalten sein wird. Da sich das Spiel noch in der Entwicklungsphase befindet, gibt es hier nur einen Teil der Green Hell-Erfahrung. Ah, okay. Das Creepy Jet-Team hofft, dass ihr das Spiel dass dir das Spiel gefallen hat. Hinterlasst uns doch einen Kommentar im Steam-Forum. Drücken Space, um im Survival-Modus fortzufahren. Aber im Story-Modus freue ich mich ehrlich gesagt schon. Kleiner Stock, was? Irgendwas soll ich nachgucken, weiß nicht mehr genau was. Die Ahnen von Bäumen sammeln, verbannt, ja. Kleines Feuer. Was? Steinfalle, kleiner Stock. Blätterbett. Ah, okay, da fahren wir ein bisschen mehr. Kleiner Unterstand. Blätterbrett. Was? Hüttenunterstand. Kleiner Bambusunterstand. Das war's. Mehr haben wir hier gar nicht, ne? Alles klar. Jetzt haben wir noch nichts. Wir haben auch keine Waffen, nichts mehr. Wir müssen jetzt alles anscheinend selber erledigen. So, ist komplett irgendwo anders gerade. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt vorgehen soll, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt halt nur unsere Fäuste. Und das war's. Was? Ja, was das denn jetzt bitte? Wer ist das? Da oben. Kann ich ihn bekämpfen? Ich habe keine Ahnung, ob ich ihn bekämpfen muss. Aber singen kann er gut. Hat er uns gesehen? Abgehauen jetzt was? Ja, anscheinend. Komm, fall runter! Ins Gesicht! Ich kann ausmachen, ja, Hilfe! Ich kann nichts machen! Der hat ganz schön. Was passiert jetzt? Ich habe keine Ahnung. Hilfe? Hilfe? Ah, geil. Fuck off me! Da bin ich fast tot. Knochen. Toll, bin fast tot. Hat das super funktioniert. Ich kann mal kurz meinen Körper. Also geil. Sehr geil. Ja. Sauber. Beide Seiten auch noch. Ich bin tot. Du bist gestorben. Geil, da ging er schnell. Überlebt 0 Days. Toll. Können wir jetzt eigentlich nochmal neu machen, oder nicht? Weißt du, kann ich das jetzt hier in Hallo? Ja, will ich beschreiben? Weißt du, das richtig, was ich hier mache? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, wenn es wieder an Waffen kommt? Der Typ ist jetzt nicht mehr da oben, ne? Nein, ich hab nicht. Ich weiß halt echt nicht, wie es am Waffen kommen soll. Kann ich mir irgendwie welche zusammenbauen? Wenn ja, wie und wann? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme Pilz mal mit, vielleicht können wir uns ja irgendwann mal das Leben retten.
dass ich hier nicht runterfallen. Keine Ahnung, wo ich hin muss. So, unsere Uhr haben wir noch, ne? Ja. Trinken, essen, also. Kann ich dich verprügeln? Na, aua. Anscheinend nicht. Wir müssen halt auch auf gefährliche Tiere aufpassen, glaube ich, ne? Das Stück nehmen wir erstmal mit. Vielleicht haben wir ja irgendwie was, wo wir uns da irgendwie eine Axt aus dieser raus basteln können, wie bei dem Forest früher. Mal gucken. Unbekannte Früchte nehmen wir auch erstmal mit. Boah, ich zeige mal. Die Ahnen nehmen wir auch mit. So, Steine, habe ich jetzt Steine auch drin? Nee, ne? Ich habe einen Stock herstellen. Ein Seil. Was wird das hier? Ich weiß nicht. Angel oder so, ich habe keine Ahnung. Eine schwache Fackel. Geil. Ich hätte am liebsten noch einen Stein gefunden gerade. Zählt auch als Waffe, oder? Oh ja. Aber ich glaube, da kann jemand die Fäuste gar nicht schlagen, würde ich besser. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt ganz gerne mal ist das gut? Ich glaube nicht, oder? Ich kann auch nicht vorstellen, dass gut ist, aber hier sind. Hängematte. Aber man kann nicht schlafen, okay. Das sieht aus wie ein Lager von dem Steinring. Auf den Steinring. Oh, Knochen. Kohle. Die Bananen sind alle hier verdorben. Heißt er vielleicht, ist er vielleicht was Gutes? Oh, Knochenmesser hat er immer, war? Knochenmesser, geil. So, wenigstens etwas schon mal. God, I'm thirsty. Ich bin durstig, verdammt. So saufen wir es natürlich nicht, ne? Am besten, guck mal hier, Wasser schmutzig, verdammt. Weil es nicht verkehrt wäre, wäre auf jeden Fall ein Topf oder sowas in der Art. Und eine Flasche, irgendwas, wo man auch später unser dreckiges Wasser aufkochen könnte. Was sagt die Uhr? Ich bin wirklich sehr durstig. Geil, Kokosnuss. Kann man das nicht mit dem... Doch, kann man. Da war es sauber, hoffe ich mal, ne? Sauber, top. Trinken. Da ging es leer. Kann man da jetzt Wasser oder so reintun? Ich weiß es nicht. Wie lange hält das hier? Haltbarkeit 99%. Geil. Kann man das so Schweine ranschleichen? Nee, ne? Nicht. Ach man. Wir versuchen also ein Schwein zu schlachten, aber nicht ganz funktioniert. Wir brauchen irgendwie eine Machete oder sonstiges. Ich bin mir sicher, man könnte auch selber Äxte und Scheiß zusammenstellen, aber ich bräuchte wahrscheinlich noch einen Stein dafür. Großer Stein.
Kleiner Stein, glaube ich, besser, oder? Glaube ich. Kuh fallen lassen. Mal herstellen. Versuchen wir kurz was. Ein Stock. Und ein Seil. Kleiner Stock, wahrscheinlich bin auch nichts, ne? Ja gut. Ein Kleinstein könnte, glaube ich nicht. Er versucht mal. Warum ein Stein überhaupt? Ich weiß es nicht. Knochen, Stein. Herstellen. Stock. Seil. Seil. Nein. Zwei Stöcker eventuell. Herstellen. Stockklinge. Okay. Aber ich glaube, wir haben auch nichts Großartiges jetzt hier, ne? Was brauche ich denn eigentlich? Ja. Was ist das denn da unten? Was ist da? Achso, ich dachte, das wäre einer von den komischen Typen gewesen. Ja, toll. Dann müsste ich mich auch einen Fall im Bogen machen, weiß ich nicht genau wie. Ich muss alles selber herausfinden hier natürlich im Dschungel. Ah, das klappt sogar, geil. Ich bin immer noch Durst und Hunger. Los, gar kein Problem. Trinken können wir jetzt. Hat nicht viel gebracht, aber besser ist gar nichts. Langer Stock. Soll da jemand herstellen? Können wir wirklich. Auch so, ohne jemand zu machen. Es hat ein Speer zu hat. Schwacher Speer, geil. Jetzt haben wir hier noch einen langen Stock. Ich versuche mal kurz was. Herstellen. Was können wir damit noch machen? Knochen wahrscheinlich. Doch, Knochen geht auch irgendwas. Aber wir haben nur einen Knochen. Bogen herstellen. Geil, einen Bogen haben wir. Brauchen nur Pfeile. Ich wüsste, das heißt besser. Die Fackel tun wir mal raus hier. Nochmal einen Bogen. Wie mache ich jetzt Pfeile? Wahrscheinlich über zuvor Stöcker und Feder wahrscheinlich. Feder haben wir hier gar keine. Schwacher Speer. Ausrüsten, herstellen. Können wir irgendwie verstärken hier? Weiß ich nicht. Naja. Stöcker, Stöcker. Nehmen wir alle mal mit. Wenn wir hier finden können, dann brauchen wir unbedingt Feder. Am besten so ein Vogelnest finden. Da sind nämlich manchmal Feder drin. Aber ich habe bisher nie so ein Vogelnest gefunden. Noch einmal. Einmal bisher. Aber hier sind viele Vögel. Vielleicht sind die auch irgendwo. Nester. Großer Stein. Das ist ja eine Fliege, ja, ne? Oh, Ameise. Oh, ich glaube Ameise oder sonstiges.
Ausschlag. Na toll. Und N. Irgendwo einen neuen Eintrag hatten wir. Weiß ja bloß nicht wo. Igel. Wirkung stört verschlechtert Geisteszustand. Bekannte Behandlungsmethode vom Körper entfernen. Ausschlag. Juck stört verschlechtert Geisteszustand. Allergische Reaktionen werden vom Körper mit der Zeit auf natürliche Weise bekämpft. Ein Verband in Kombination mit einer Pflanze mit antihistaminischen Eigenschaften beschleunigt den Heilungsprozess. Keine Ahnung, was das sein soll. Echt keine Ahnung. Nur Inputs auf Körper. Untersuchen haben wir. Ja. Oh Gott. Sieht richtig eklig aus sogar. So, entfernen. Früchte. Alter! Ich hab die Schlange eigentlich gar nicht gesehen. Egal, wenn ich. Egal, ich vertuscht gewesen bin, glaube ich, ja? Durstig. Verdammt. Alter, warum sind so viele Schlangen hier? Wollen mich verarschen? Komm, kleinen Stein auch mit. Vielleicht brauchen wir noch mal irgendwo für. Ja. Ich kann mal versuchen, aber ich glaube nicht, dass irgendwas bringt, oder? Was war das? Was war das? Ich glaube, mein Geisteszustand kann das. War gut. Fleisch essen. Essen. Krass, wir können die Sachen sogar essen. Wir brauchen Gewitter auch noch. Wir brauchen trotzdem safe was zum Saufen. Alter, ist das gruselig, ehrlich gesagt. Der Geistzustand, wenn er spielt. Toll, jetzt verkehren wir noch Fallschaden überall für. Was ein Scheiß. Ja, wir müssten auch vielleicht mal irgendwann bauen, irgendwann mal. Gott, wir müssten auch, ich spüre, später mal schlafen gehen. Weiter kämpfen wir schon Kanten, ist halt neues. Ich weiß nicht, mal kurz gucken. Gott, da kämpfen wir. Warte, nur mein Kopf, ich würde hoffen. Da hat sie mir gerade angehört, ich brauche was trinken. Toll, wo soll ich jetzt trinken hätten? Kann sehr schnell wieder drauf gehen jetzt auf einmal, kann auch sein. Verdammt. Kann ich einfach nach oben gucken und dann da irgendwie Mund aufhalten? I'll never get back. Du musst schossen, weil ich bin auf dem Boden. Oh Gott, das sind über mehrere. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lauf, 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 lauf. Wo ist das Ding hin? Der ist unsichtbar! Keine Ahnung, wohin ist jetzt. Ach du Scheiße. Das ist echt so gruselig.
krass. Was? Vorbei, Körper. Wasser schmutzig, ich trinke einfach. Ich will es mal trinken, geht nicht anders. Parasiten, ja geil. Ich bin nachher todkrank. Ohne Witz. F. No. Da hört auf mit den scheiß Stimmen hier. Ich glaube, ich habe schon richtig scheiße angefangen, aber ganz ehrlich, ich glaube, die Runde werden wir schnell tot gehen. Ich hätte vielleicht anfangen sollen, irgendwie vielleicht was zu bauen oder so, oder Essen zu sammeln und so. Also haben wir uns wenigstens einmal umgeguckt, ein paar Gegner gefunden, alles schön und gut. Aber wir werden in den nächsten Folgen wahrscheinlich besser vorankommen. Gehe ich ganz stark von aus, würde ich hoffen auf jeden Fall. Man muss sich auch erstmal einspielen, man hat ja keine Anleitung hier, nichts. Man muss sich hier komplett einspielen. Und es ist alles noch Early Access Version. Natürlich ist das seit gestern draußen oder vorgestern. Ich dachte, wann heute? Weil gar nicht. Seit gestern und vorgestern draußen. Seit dem 29. Und ja, ich glaube, ganz ehrlich, ich würde hier am liebsten mal neu anfangen. Weil wir so gut wie gar nichts geschissen kriegen. Wir sind halb tot, alles drum und dran. Ich glaube, wir werden ein neues Spiel spielen. Wenn wir immer was gucken. Ich muss das gucken, wenn wir jetzt. Wenn ich jetzt das hier auf Herstellen klicke. Alter, ist ruhig. Verrückt. Auf dem Boden zu schlafen. No, I know what that is. Gar nicht gut gehen, oder? Und das gut geht. Wir sind gleich tot. Warum haben wir jetzt so viel Leben verloren? Aber vielleicht wenn wir, alles klar, wir sind tot. Gar nicht, ja. Du bist gestorben. Toll, ein Tag, aber wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir hundertprozentig besser Bescheid wissen. Ich beende das Spiel einfach mal hier. Und sag danke fürs Zugucken, zu einem bis zur nächsten Folge. Ciao.